Ihre Bemerkung abschließend zum berühmten Andrea Nahles-Satz über Sigmar Gabriel: Entweder du killst ihn oder er killt dich. Na, endlich. Boah. Jetzt nehme ich auch noch den Kräuterschnaps gleich. Das wäre meine Frage, Herr Kühnert. Wir sind nämlich am Ende meines ersten Spitzengesprächs. Wir können das ganz klassisch beenden, indem ich mich jetzt von den Zuschauern hier verabschiede. Oder wir trinken ganz einfach einen Ihrer geliebten Kräuterschnäpse und singen dabei von Roland Kaiser. Ich glaube, es geht schon wieder los. Sieben Fässer Wein. Machen wir das? Sie entscheiden. Okay. Also, los mit dem Kräuterschnaps. Ich habe ehrlich gesagt gar keine Erfahrung mit den Dingern. Ich mag es auch gar nicht. Ich mache das jetzt. Dieses Modell hier ist auch nicht das Beste, was man finden kann, aber. Nicht. Gut. Gibt es irgendwelche Tricks zu beachten? Nee, ich glaube nicht. Okay. Ich muss ihn durch den Mund und dann. Sie singen, Roland Kaiser? Ich würde jetzt vielleicht nicht singen, aber die Textzeile geht ja: Sieben Fässer Wein können uns nicht gefährlich sein. Das wäre doch gelacht. Wer steht gerne auf einem Bein? Wir machen durch, komm Freunde, seid dabei. Wie schön war doch die Junggesellenzeit. Und in dem Sinne, tschüss. Ah, ist das eklig. Ja, vielen Dank für Ihr Interesse, liebe Zuschauer. Am Donnerstag begrüßt Sie hier mein Kollege Volker Weidermann um 14.30 Uhr zur Spitzentitel. Gast ist dann unter anderem Monika Maron. Wir sehen uns zum Spitzengespräch wieder am kommenden Dienstag. Bleiben Sie heiter. Vielen Dank, Herr Kühnert, und bis bald. Danke auch.